Und damit hallo liebe Freunde der Spielkultur und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's-Glitch-Pokémon in der zweiten Generation. Und zwar zeige ich euch heute, wie wir mit Hilfe des Coin-Case-Glitches, den ich schon mal in einem anderen Video unter anderem bei Pokémon Tutorial TV auf dem Channel mal gezeigt habe, wie ihr einen selbstprogrammierten Programmcode ausführen könnt. Und zwar das Spiel Snake, was ihr auch alle kennt. Snake 1 von den klassischen alten Nokia-Handys, ich weiß nicht, wer von euch sowas hatte. Egal, jedenfalls vielen Dank daran geht nochmal an Crystal Unterstrich, der hat mir das Ganze beigebracht und gezeigt, der hatte wirklich sehr viel Geduld mit mir, vielen, vielen Dank. Link zu ihm natürlich in der Videobeschreibung, aber jetzt geht's los, wir schauen uns an, was wir dafür machen müssen. Ja, und wir fangen das Ganze im PC an natürlich. Wir müssen erstmal eine ganz spezielle Reihenfolge an Items in unserem Depot haben. Und zwar sehen wir die hier. Die komplette Liste findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Für diesen Glitch müssen wir sogar zwei Listen ausführen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen schwer getan mit Glitch, aber das Ganze werde ich euch später noch erklären. Jetzt erstmal noch wichtig, wir müssen die 9. Box in unserem Pokémon-Lagerungssystem umbenennen. Das können wir tun in dem Optionsmenü. Und zwar muss die heißen ABA. UAA klein f großes Z. Das hat einfach mit dem Programmcode zu tun, damit wir die Box 9 dazu zwingen können, den Code auszuführen, den wir in unsere Items programmiert haben. Das sehen wir hier. Hat funktioniert. So, und wenn wir das haben, dann haben wir den ersten Part des Ganzen schon geschafft, denn jetzt müssen wir einfach nur nach Rosalia City in den Pokémon-Markt rein und wieder raus. Die berühmten 4 Schritte nach rechts. Und dann sofort ins Menü und den Pokédex öffnen. Und jetzt müssen wir natürlich, wie in allen anderen Coin-Case-Glitches auch, zuerst mal den Schrei eines Mashups hören. Also eines Mascholos. Das mache ich jetzt hier. Wunderbar. Können wir auch mit der Option Cry machen. Können wir auch mehrmals hören. Ist nicht so wichtig. Direkt danach gehen wir in unsere Itemtasche und benutzen die Coin-Case. Und es passiert erstmal nichts. Danach speichern wir das Spiel. Und machen einen Reset. Und jetzt wird es ganz besonders interessant, denn für den zweiten Teil des Glitches müssen wir den internen Speicher des Pokémon-Spiels bearbeiten. Das mache ich hier ganz einfach über ein Debug-Menü. Das seht ihr hier. Und wir müssen an eine ganz bestimmte Stelle springen, und zwar an die D617. An dieser Stelle im Speicher werden eure Items im PC gespeichert. Und so können wir ohne groß hin und her mogeln zu müssen, ganz einfach uns neue Items in den PC programmieren. Den Code dafür, den blende ich jetzt hier ein. So, das war's auch schon. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr einfach wieder zurück ins Spiel. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und zwar gehen wir wieder zum PC. Nochmal zur Sicherheit checken wir natürlich, ob auch die Items alle da sind, die wir brauchen. An dritter Stelle müsste jetzt Freshwater sein. Richtig, 93 Mal, wunderbar. Das heißt, das hat funktioniert. Jetzt machen wir nochmal den Coin Case Glitch ein zweites Mal. Wir gehen raus in den Rosalia Markt rein, sofort wieder raus, 4 Schritte nach rechts und müssen zunächst einmal wieder den Schrei des Mascholos hören. Ja, und soweit wir das dann getan haben und wenn wir jetzt gleich den Coin Case wieder benutzen, dann werden wir in unser gerade selbst programmiertes Spiel geworfen. Und zwar hier in Snake. Das Ganze, muss ich dazu sagen, ist nicht wirklich ein Glitch, denn ihr habt ja gesehen, wir benutzen lediglich einen Programmfehler, einen Glitch im Spiel, um einen ganz speziellen Code auszuführen, den wir vorher reinprogrammiert haben. Also die Items, die wir vorhin in zwei Durchgängen in unseren PC einprogrammiert haben, die beschreiben nämlich nichts anderes als den Assembler-Code, den wir ausführen wollen. Und der eigentliche Glitch ist nur der Coin-Case-Trick, der nun mal leider nur in der englischen Version existiert. Ich habe mir sagen lassen von Crystal, dass es nur existiert aufgrund eines Übersetzungsfehlers, weil da wohl irgendwas im Skript schiefgelaufen ist. Ganz genau blicke ich da auch nicht durch. So tief stecke ich dann auch wieder nicht in der Materie. Ist aber egal. Snake, ihr kennt alle Snake, das Spiel. Umso mehr wir einsammeln, umso länger wird die Schlange und umso schneller wird das Ganze auch. Und wenn wir einfach irgendwo gegen die Wand kommen, dann startet das Spiel von vorne. Richtig, richtig, richtig cooles Ding. Vielen Dank nochmal an Crystal, nochmal an dieser Stelle. Ja, und da sind wir auch schon auf der Endslate. Ich hoffe, euch hat das kleine Mini-Let's-Glitch heute gefallen. Ich habe mir gedacht, das verkürzt euch ein bisschen die Wartezeit bis zum nächsten Let's-Discover. Das bereite ich nämlich auch gerade noch vor, während das Ganze hier läuft. Und wie ihr seht, habe ich hier auf die Endslate auch noch
mal meine letzte Folge Let's Glitch Pokémon geschnitten und auch noch das im Video gerade eben beschriebene Coin Case Glitch Video von Pokémon Tutorial TV. Da hatte ich mal einen Gastauftritt, wer sich erinnert. Wenn nicht, dann geht mal vorbei und checkt das mal aus. Der Pokémon Tutorial TV ist auch ein richtig lässiger Typ. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.